Das ist ja mal eine Begrüßung. Was ist denn los? Auf das, was wir lieben. Jetzt mach's nicht so spannend. Was war denn so wichtig? Sebastian bedrückt mich. Tja, fällt selbst dir nichts mehr ein, ne? Kann ich Ihnen meine Jacke leihen? Sie haben nicht dabei, oder? Nein, nein. Ja. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Meine Frau nennt es Einmischen. Meine Frau macht immer Witze darüber, dass ich an keine nasse Katzen vorbeigehen kann, ohne sie zu trocknen. Entschuldigung. Warum reiche ich das nicht? So werde ich alt? Komm. Jetzt hör auf, so einen Quatsch zu reden. Wenn ich nicht diese unselige Neigung hätte, dann... Ich züchte Pferde, um sie zu verkaufen. Das ist mein Beruf. Reiten Sie? Nee. Früher mal, aber... Kennen Sie vielleicht ein nettes Hotel in Valencia? Wir haben eine Hacienda, etwa 200 Kilometer südlich, mit Gästezimmern. Stehen denn gut die neuen Sachen? Ja, ja. Was man eben so am Flughafen kriegt. Ach komm, das kommt gar nicht in die Frage. Das ist keine Ahnung. Null. Ach, hör auf! Ich will nicht mit dir über Hanna sprechen. Muss das so der 10. Anruf sein? Da scheint sie aber jemand sehr zu vermissen. Ich vermisse dich auch. Ich sag dir, na, ich zeig dir nachher, was du für mich bist. Ja? Um 10 am See. Sí, sí, mi amor. Perdona, pero... Viene aquí. Soy María. Hallo, ich bin Hanna. Wo ist Ihr Gepäck? Ja, ich habe kein Gepäck. Ich bin unvorbereitet weggeflogen und es tut mir leid, dieser Überfall hier. Ich werde schauen, was ich für Sie habe. Aber es wird gegessen. Oh, alles gut. Bene. Und wir müssen heute über El Loco reden. Mujer, por favor, déjame entrar antes. Esto no son asuntos que se hacen aquí en el patio. Vamos. So, das sind die Pferdeställe. Und das ist der Loco. Das ist das Pferd, von dem wir gesprochen haben. Ich bin die Einzige, die ihn satteln darf. Aber aufsitzen lässt er auch mich nicht. Da wird er schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, wie wir alle. Die Frage ist nur, wie er damit umgeht. Es macht keinen Sinn, ihn her länger zu halten. Wo soll er denn hin?
Manchmal gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss es beenden. So. Okay. Fein. Haben Sie Kinder? Mein Mann wollte keine und so langsam weiß ich auch warum. Ich war mir immer sicher, ich werde einmal ein Großvater. Wie viele Enkel sein, die von ihrem ersten Pony fallen und dann endlich die Beule kühlen. Sie haben keine Kinder. Nein. Sie sind alle gestorben, bevor auf der Welt waren. Maria ist eine wunderbare Frau. Sie ist mein Herz. Und du hast echt einen Traum. Ihr habt alles richtig gemacht. Keine Kinder, alle Zeit für euch. Allein, was der Babysitter heute Abend kostet. Oh Gott, oh Gott. Mantel, warte mal. Hier, yeah. Danke. Ich hab dich jetzt aber nicht verletzt, oder? Nein. So eine bewusste Entscheidung. Ja. Allein, was der Babysitter kostet. Danke nochmal. Gerne. Wir telefonieren, ja? Ja, machen wir. Wo hast du den hingetan? Wo ist er? Da ist er. Komm gut nach Hause, wa? Was ich so auf die Schnelle finden konnte, ja. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich zu so viel Freundlichkeit sagen soll. Wir haben gerne Besuch. Sie wären sicher wundervolle Eltern gewesen. Santiago hat Ihnen unsere ganze Leidensgeschichte erzählt, ne? Wir waren sicher, wir bekommen ein Baby. Und dann war es irgendwann zu spät. Und Sie? Ich habe mich freiwillig dagegen entschieden. Wir wollten unser Leben genießen, frei sein, Karriere machen. Naja. Und warum ist Ihr Blick dann so traurig bei dem Thema? Weil ich mich für meinen Mann entschieden habe. Und sich jetzt herausstellt, dass er nicht derjenige ist, für den ich ihn gehalten habe. Wie hat deine liebe Freundin Babsi dir diesmal einen reingewirkt? Hm? Die Sache mit den Kindern halt. Na, ich weiß. Du hast immer welche gewollt, ne? Ja, aber ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Lass mich mal aufhören. Konnte nur nicht anders, hat ja keine andere Chance. Wieso? Keine Chance? Weil ich mich sofort unsterblich in dich verliebt habe. In San Jose. Unglaublich. Du hast mir nie einen Vorwurf gemacht. Oh. Loco. Komm her. Sag, dass du mich liebst. Also gut, das Geschirr bleibt stehen. Aber nur wenn das Ehebett auch reicht. Wir haben schon gefragt, wo Sie stecken. Buenos dias. Ich wollte nur kurz nach ihm sehen.
Sie wohl eingeschlafen sein. Oh. Was haben Sie mit der Loco gemacht? Ich bin einfach nur hier geblieben. Irgendwann hat er sich beruhigt. Das hätte eigentlich vielleicht geholfen, ne? Ein Mensch, der Geduld mit ihm hat. Tja. Sie reden ja schon, als ob es zu spät für ihn wäre. Ich habe Santiago jetzt endlich so weit. Morgen kommt der Apotheker. Es tut mir leid. Frei müsste man sein, Apotheker. Das war er. Er wurde aus einer der letzten Wildherden Spaniens weggefangen. Das ist vielleicht sein Dilemma. Der weiß, wie sich Freiheit anfühlt. In Deutschland gibt es so eine Art Gnadenhof für schwierige Pferde. Pferde der Erde heißt das. Das gibt es ja auch, aber das ist zu weit weg. Wir kriegen den Loco ja nicht mal auf einen Hänger. Es hat keinen Sinn. Na, lass uns frühstücken, ne? Lassen Sie es mich versuchen. Also gut, wenn du das schaffst, dann schenke ich ihn dir. Schlafplatz, das Kloster und dann bis hier. So weit habe ich auch geschafft. Weiter geht's aber nicht. Ich versuche das jetzt. Oh. Komm, bleib mal stehen. Bleib stehen. Ich bin doof, ne? Du meinst, ich bin doof? Bleib mal stehen. Hey, komm her, komm, bleib stehen. Oh. Nochmal, bleib stehen. Aber ist das eigentlich klar, was auf so einer Reise schief kann gehen? Ja, klar. Ja? Spiel aber nicht die Heldin. Jetzt macht euch mal keine Sorgen. Ich reite ihn dorthin zurück. Das werden wir mal sehen. Na, locker. An der Backe, hä? Maria hat dir eine Taschenlampe und was man so braucht eingepackt. Danke. Ich weiß nicht, wer von euch beiden verrückter ist. Herr Loco oder du? Das sind über 200 Kilometer. Hm? Geht ja nicht nur um El Loco, sondern auch um mich. Tiene que cuidarla, El Loco. Pobrecito. Soll ich mich dir nicht kommen? Zweit auf El Loco.
Wiederlei. Du warst nur 2 Tage bei uns, ne? Aber wer wird dann dich wirklich vermissen? Das geht mir genauso. Für dich steht die Tür immer offen. Komm wieder, hm? Also. Warte mal. Das. Nicht gegen den Wind spüren. Danke. Tschüss. Alles gut. Alles gut. Ich habe mich nur verfranst. Ich wollte zum Kloster. So sprechen Sie Deutsch mit mir? Sie haben einen Akzent. Der ist sehr charmant, der verrät Sie aber. Ja, neben Scham können Sie noch arbeiten. Hm. Der Rosabach, und den Sie da haben. Ich hoffe, der will nur spielen. Locker Spiele würden Ihnen nicht gefallen. Kann ich Ihnen versichern. Gute Weiterfahrt. Nee, ich fahre nicht weiter. Es geht hier ganz schön tief runter. Und in der Dunkelheit ist es ein bisschen zu gefährlich. Ja, aber hier ist schon besetzt. Das ist mein Platz. Okay. Reservieren Sie auch Liegestühle mit Handtüchern? Ich kann ja verstehen, dass Sie ein bisschen Angst haben. Das hätte ich auch, wenn ich hier so allein wäre. Ja. Ich bin einer von den Guten. Ach, egal. Haben Sie es gut. Was ist denn los da? Wir schlafen jetzt, Loco. Was ist? Hilfe! Was ist denn los?
Oh. Tut sie was? Ja, ja. Was machen Sie denn da? Bitte. Glorious. Schlangen mögen keinen Rauch. Wenn es klappt, dann kriegt sie über ihren Körper aus dem Schlafsack heraus. Sie dürfen sich auch nicht bewegen. Schaffen Sie das? Nein. Nein, auf keinen Fall. Wirklich. Sie müssen es schaffen. Die Alternative ist, dass Sie einen Biss kriegen. Also konzentrieren Sie sich, atmen Sie ruhig. Denken Sie an etwas Schönes. Denken Sie an Ihren Mann oder an Ihren Freund. Super Idee. Da kann ich mich nicht entspannen. Haben Sie gut gemeint? Boah. Nee, echt, das geht gar nicht. Okay, brauchen Sie sonst noch was? Alles in Ordnung? Danke, echt. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie bei... Also ich meine, wenn wir... Hier. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zu mir gehen. Weil da funktioniert wenigstens das Licht. Ich nehme mal Ihr Zeug. Ja. Oh. Saublöd. Saublöder Witz, echt. Ist leer. Wie heißen Sie denn? Einfach Hanna. Hanna? Ja. Ich bin Simon. Oh, danke, Simon. Mhm, gerne. Ehrlich, vielen Dank. Bitte gib mir ein Lebenszeichen. Also, du musst ja gar nicht mit mir reden, aber ich möchte wissen, ob du in Ordnung bist. Ich mache mir Sorgen. Ist wie damals, als wir uns verliebt haben, nur schrecklich. Thank you.
Hola. Kann ich treffen von hier? You speak English? Oder Deutsch? No? Dormir? Civil? Civil? Hallo, Sibylle. Hallo, ich spreche Deutsch. Ja? Sie auch? Ja. Das ist aber ein schönes Pferd. Ja. Wollt ihr beide erstmal hier bleiben? Ja, sehr wunderbar. Nach einer Nacht im Freien muss nicht sein. Ja, es ist kein Problem. Die Nonnen, die sind das gewöhnt, dass Gäste kommen und gehen. Ja? Sonja? Hier bleiben? Zeit spielt hier keine große Rolle. Was ist das hier? Das Paradies? Das ist das, was sie daraus machen. Na, haben Sie sich das Paradies so vorgestellt? Im Vergleich zu einer Nacht, wo ich meinen Schlafsack mit einer Schlange geteilt habe? Oh je, das Tier hat sie aber nicht gebissen, oder? Nein, das war total merkwürdig. Mitten im Nichts war da ein Radfahrer und ich glaube, der hat mir mein Leben gerettet. Tja, klingt ein bisschen komisch, oder? Naja, so verrückt nun auch wieder nicht. Hier werden viele Mountainbike-Touren veranstaltet. Also sie hatten Glück, es stand keine ganze Reisegruppe vor ihrem Lager. Ja, da haben Sie recht. Ist er hier vorbeigekommen? Ja, ist Simon. Weiß ich nicht. Wenn, dann haben ihn die Nonnen ins Dorf geschickt. Das ist ein Hügel weiter. Natürlich, dumme Frage. Was machen Sie so allein auf einem Pferd? Ohne Sprachkenntnisse hier, mitten in der Wüste. Vor 24 Stunden wäre diese Vorstellung für mich auch komplett absurd gewesen, aber mein Leben ist eigentlich ganz anders. Ja. Manchmal schlägt der Blitz ein. Ruhen Sie sich erstmal aus, ja? Willst du wissen, was drunter ist? Wovon redest du? Na, Sebastian hat noch nicht mit dir gesprochen? Na, schau mal. Das Bild drunter. Das ist doch jetzt kein Pigment, oder? Du, wahrscheinlich ist er einfach noch nicht dazu gekommen, dir das zu sagen. Ich habe die Expertise zum Weiterverkauf erstellt. Na, schön, dass er mit dir drüber gesprochen hat. Zu mir hat er gesagt, keine Besonderheiten. Wie lange war das dann? Du, eine Woche. Maximal zwei. Das gibt's doch gar nicht. Das finde ich unmöglich. Ja. Erik, was
Fastfood hier. Jetzt habe ich nur Sushi für zwei. Aber wir können ja teilen. Macht nichts. Erik hat sicher schon eine Verabredung. Mit einem 20-jährigen Modellathleten. Oh, viel Spaß. Ja, hör nicht auf Sie. Anna, überschätzt mich. Ja, wenn du wüsstest, mein Liebesleben, das ist eine einzige Baustelle. Ciao. Ciao. Bis später. Tschüss. Willst du mir vielleicht was sagen? Was denn? Jetzt hör auf mit dem Theater. Ich weiß es. Erik? Hanna, Schatz. Wie soll ich das erklären? Ich verstehe es selbst nicht, aber... Ich habe mich immer für solch einen Moment gefürchtet. Also ich bin stocksauer, aber übertreibst du nicht ein bisschen? Das ist ein Bild. Ja, das Bild? Ja. Ja, ich hätte es dir sagen sollen, aber ich weiß ja, wie du bist. Ich würde den Sachen auf den Grund gehen, bis kein Steiger auf den anderen ist. Hm? Ich verstehe dich nicht. Du musst doch wissen wollen, ich meine, vielleicht ist da was ganz Wunderbares. Ja, vielleicht ist ja auch ein schrecklicher Fehler. Hm? So wie es ist, ist das Bild doch schön. Alles okay? Mhm. Du bist so komisch. Ich könnte mir kein Leben ohne dich vorstellen. Ich bin wie alle. Wenn es mir schlecht geht, erinnere ich mich an dich. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich liebe ihn so sehr. Jetzt soll ich ihn verlassen? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Sie haben mir zugehört? Nicht mit Absicht. Was Sie da gerade gesagt haben, geht mir ganz genauso. Das glaube ich kaum. Ich muss meinen Mann auch verlassen und weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. Ich liebe ihn so sehr. Warum wollen Sie ihn denn dann verlassen, wenn Sie ihn noch so lieben? Könnte ich Sie auch fragen. Oh, irgendwie denke ich, wenn ich es ausspreche, dann ist es wirklich wahr. Vielleicht ist ein fremder Mensch gar nicht so schlecht, um es zu probieren. Also gut. Erzählen wir uns, warum wir die Männer verlassen, die wir so lieben. Also, ich weiß es schon sehr lange. Aber ich habe es herausgezögert, bis es nicht mehr ging. Angst, dass er es nicht verkraftet. Warum willst du ihn verlassen? Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Sie das wirklich? Ja.
Sag, was ist los mit deinem Mann? Das ist die übliche Geschichte, aber mit einer besonderen Note. Dein Mann betrügt dich? Ja. Mit einem anderen Mann. Mit meinem allerbesten Freund Erik. Nein. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie ich es nicht merken konnte. Ich dachte, ich kenne Sebastian in- und auswendig. Wie konnte ich nur so blöd sein? Ich hab mich tausendmal mit Erik getroffen und über Sebastian gesprochen. Das klingt vielleicht seltsam. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mit dir tauschen wollte. Also, deinen Humor möchte ich auch haben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn er wirklich schwul ist. Vielleicht weiß er selber nicht, was er will. Wie lange geht das denn schon? Ich hab keine Ahnung. Ich bin sofort abgehauen. Aber du musst noch was herausfinden. Du kannst das nicht einfach verdrängen. Du kannst das sonst nicht verarbeiten. Ja, das weiß ich. Ich hol mir noch ein Bier. Dos cervezas, por favor. Dos cervezas. Spanisch kannst du auch sprechen. Das war's dann schon. Klägliches Lebensmittel Spanisch. Klägliches Lebensmittel Spanisch? Ja. Was kostet das? Quanto? Quanto? Touristen, die Spanisch sprechen, sind ja auch das Schlimmste, ne? Das Schlimmste über Touristen? Du musst jetzt sehr tapfer sein. Du bist selber einer. Oh, Englisch, Spanisch und witzig. Wollen wir tanzen? Wir mit einer Freundin da. Achso, und die wird dann eifersüchtig, oder wie? Mein Gott, wie nah seid ihr euch denn? Guck doch mal. Uno Cerveza? Uno Cerveza. Oh Gott, was ist denn los? Gott, das tut mir... Was passiert? Gibt's hier einen Arzt? Ich besorge mal ein Taxi. Okay. Bleib einfach ganz ruhig. Feier dir bitte weiter. Ja, alles gut. Jetzt beruhig dich mal. Krieg mal schon was hin. Was Besseres? Ich hab ein Auto. Zu flirten, ich bin verheiratet. Ja, aber nicht glücklich. Ganz schön direkt. Das bin ich nicht gewohnt. Mein Mann geht Konflikten lieber aus dem Weg. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Ich finde, man muss sich Konflikten so schnell wie möglich stellen, damit man sie lösen kann. Ja, klingt einfacher, als es ist. Ja, ich weiß. Wenn man einmal drinsteckt, dann ist es schwierig. Schwierig. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Wirklich. Ich finde es falsch, wenn wir uns jetzt verabschieden. Du gefällst mir wirklich gut. Du spielst kein doppeltes Spiel, du weißt, was du willst. Aber? Das ist der falsche Zeitpunkt. Das liegt an mir. Du bleibst so, wie du bist. Bitte.
Du hast hier geschlafen? Und ich dachte, wenn was ist. Du bist eine. Tot bin oder was? Also, wie du dich deinem Schicksal stellst, dich. Halt mal kurz. Pass gut auf sie auf, hörst du? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Gar nichts. Anna. Das ist mein Job gewesen. Ich hätte dich anrufen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir alles so leid. Alles wohl kaum. Immerhin bist du mit meinem Mann in Berlin und ich bin sonst wo. Ich wollte es nicht. Ich. Was hätte ich machen sollen? Ehrlich sein? Hab ich nicht geschafft. Ich weiß, es ist scheiße. Ich. Ich hab ja niemals gedacht, dass Sebastian sich auch. Du hast mein Vertrauen total missbraucht. Anna, du bist meine beste Freundin, okay? Und du fehlst mir sehr. Ich freue mich, dass wir jetzt reden und das alles klären. Ja, lass uns das klären. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das ist ein Missverständnis. Das hier ist keine Versöhnung. Das hier ist ein Schlussstrich. Ich muss mich stellen und Entscheidungen treffen. Und mit dir will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mach's gut. Hanna, warte mal, warte. Ich. Hanna?
Nur an, wie schön das ist. Hand beide Skulls fassen. Mit dem rechten Fuß dann herauf, so. Eigentlich hast du gesagt, du hast das alles prima drauf. Guck mal, wie Sean Connery. Ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Nein, Scheiße, nein! Bleib ruhig! Antua, ist ja gut, dass wir aufgeflogen sind. Kann ich mich jetzt nicht mehr verstecken. Und ich will nicht nur zu Hause unter der Bettdecke schwul sein. Schönes Pferd. Sie laufen. Ja. Können Sie nicht reiten oder fehlt ihm was? Er ist gestolpert. Am Aha. Strand. Also, weiß nicht, ob ihm was fehlt. Gibt's hier einen Tierarzt in der Nähe? Ja, der nächste ist 50 Kilometer entfernt. Soll ich mal nach ihm gucken? Nein, nein, lieber nicht. Männer mag er nicht so gern. Lass es lieber mich gucken. Wir sind Frauen auch lieber. Na gut, dann untersuchen Sie ihn mal. Gucken Sie mal, ob der Fesselkopf angelaufen ist. Oder die Seele. Dann machen Sie mal, biegen Sie mal das Bein. Ja, das geht ganz gut. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wenn Sie nicht unbedingt heute noch weitermachen, also ich meine, wenn nicht weiter müssen, dann würde ich vorschlagen, Zinkleimverband und 24 Stunden Ruhe. Ich kann Ihnen ein Bett anbieten. Sie meinen, ich soll hier bei Ihnen übernachten? Ein bisschen einsam hier. Ha, das ändert sich gleich. Meine Frau ist unterwegs zum Bahnhof. Meine ganze Familie, wir verbringen hier immer den Winter zusammen. Jetzt kommen Sie einfach mit. Okay. Connery, und dann sehen wir mal. Es wird Zeit, das Pferd abzusappen. Das Gewicht ist nicht gut für ihn. Binden Sie ihm das hier ums Gelenk. Dann ist die Zerrung morgen bestimmt schon vorbei. Sie scheinen ja wirklich was vom Pferden zu verstehen.
Hier in der Nähe muss es ein Gelände geben, wo Pferde in Ruhe und Freiheit ihr Leben verbringen können. Danke. Naturpark Almeria. Da leben ein paar Pferde mehr oder weniger frei. Wollen Sie Ihr Pferdchen auswildern? Das wäre ja mal was für mein altes Hippie-Herz. Sind Sie ein Hippie? So richtig mit Latzhose und Federn im Haar? In den 70ern war das ein Schönheitsideal. Die Mädchen standen drauf. Doch so idealistisch. Mit freier Liebe und so. Ja, welchen Sinn hat eine Liebe, die nicht frei macht? Alles, was wir tun oder lassen, hängt doch mit der Liebe zusammen. Oder mit der Suche nach ihr. Kennen Sie einen stärkeren Motor? Das ist im Moment nicht so mein Lieblingsthema. Da sind wir ja schon bei der Liebe. Und sei es die, der man entfliehen will. Das können Sie doch gar nicht wissen. Das ist der Vorteil des Alterns. Man lernt, den Dingen auf den Grund zu gehen und eins zusammenzuzählen. Ich bin sehr erschöpft. Wird es Ihnen was ausmachen, wenn ich mich schon hinlege? Na kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Komm. Es funktioniert, ja. Eso que la mano tiene iba toda mojadita. Ay, mi dulce amor, este mar que ves es tan bello, es un traidor. Ya, está bien. Alicia, ale, vamos. Hallo? Hanna? Danke fürs Foto. Ja. Sieht gut aus, dein Neuer. Deiner auch, aber meiner hat mehr Haare. Deinen Humor hast du noch immer nicht verloren, ne? Wie geht's dir? Hallo, wo bist du? Na, mir geht's gut. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin auf irgendeinem Familienfest. Du glaubst? Bei wem denn? Du hast doch deine Familie. Bist du schwul? Quatsch. Aber es ist nicht das erste Mal. Sag mir eine Zahl. Ich muss das irgendwie einordnen können. So wie es jetzt ist, ist es seit anderthalb Jahren. Hanna? Hanna?
Du bist so alleine hier. Die anderen fragen schon nach dir. Gut. Weißt du eigentlich, was du für ein unfassbares Glück hast? Das ist doch das Paradies. Das alles werde ich nie haben. Wie habt ihr das geschafft, du und deine Frau, so lange so glücklich zu sein? Wir haben uns nichts verboten. Das könnte ich nicht. Ich kann es, seit ich begriffen habe, dass meine Dora, wenn sie zu einem anderen Mann geht, das nicht gegen mich macht, sondern für sich. So halte ich es auch. Es hat nie was mit Dora zu tun gehabt und es hat ihr auch nichts weggenommen. Nein. Meiner schläft mit einem anderen Mann. Ja, und? Wenn er dich immer noch begehrt, endet das die Frage nicht. Liebst du ihn so sehr, dass du zulassen kannst, dass er manchmal auch was für sich tut? Natürlich liebe ich ihn, aber das nutzt doch nichts. Es gibt Regeln. Ohne Regeln funktioniert nichts, da bricht alles zusammen. Er liebt dich und du liebst ihn. Und das soll nicht reichen? Passiert nicht so oft, dass ein Mensch wirklich liebt. Das, was dir hier bei uns gefällt, das funktioniert nur, weil wir uns zurücknehmen können. Und ich glaube, wir seien der Nabel der Welt. Du glaubst, wenn ich mich zurücknehme, ist alles wieder gut, ja? Die beiden haben mich total betrogen. Du hast doch meine drei Töchter kennengelernt. Ja. Martha ist eigentlich meine Nichte. Wie? Dora hat ein Verhältnis mit meinem Bruder. Martha ist seine Tochter. Weißt du, ich finde, es gehört auch zu der Freiheit, dass man für den Menschen, den man liebt, auf etwas verzichtet. Das bleibt denn, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Freiheit? Okay. Wo ist er denn dann, dein Bruder? Warum feiert er denn nicht mit euch in eurem freizügigen Paradies? Bist du doch eifersüchtig? Er hat Dora geliebt. Er war schon immer der Sensiblere von uns beiden. Er lebt nicht mehr. Und ihr haltet trotzdem an eurem Lebensentwurf fest? Habt ihr keine Schuldgefühle? Er fehlt mir. Aber er wusste, dass Dora meine Frau ist und bleibt. Dein Lebensentwurf ist doch total egoistisch. Wer nicht damit zurechtkommt, der muss gucken, wo er bleibt, oder wie? Mit der Meinung anderer muss ich leben. Ist ja auch egal. Ist ja nicht mein Leben. Gehen wir zurück? Ja, es wird kalt. So. Hm? Sieht schon ganz gut aus, oder? Ah, guten Morgen. Ja, vielen Dank. Wir haben ja auch nicht mehr so weit. Alicia will dir bestimmt noch Adios sagen. Ja, sag ihr einen Kuss von mir, ja? Wenn ich sie das nächste Mal sehe, dann klaue ich sie. Tief in uns drin wissen wir genau, was gut ist für uns.
Ja. Nur ist es manchmal unbequem, unserer inneren Stimme zuzuhören. Ja. Ich habe auch schon ein paar Tage gelebt, das weiß ich. Connery! Noch diese Stelle hier fertig machen. Und, wie hat dir der Tag gefallen? So mit mir, ganz in der Öffentlichkeit. Oh, Scheiße. Wir können ja nicht später weiterreden. Ich brauche nur ein Stündchen, okay? Im Warten bin ich ja erfahren. Es war ein sehr schöner Tag mit dir. Aber, ich meine, ich merke doch, dass was nicht stimmt. Hanna hat sich gemeldet. Verstehe. Wo ist sie? Weiß ich nicht. Ich muss das rauskriegen. Wenn ich das mit Hanna nicht kläre, dann weiß ich auch nicht, wie es mit uns weitergeht. Vielleicht können wir einfach mal verliebt sein. Erik, du hast jedes Recht, dir das zu wünschen. Und ich will dich nicht verlieren. Aber wenn es dir mehr wehtut, als dass es gut für dich ist. Willst du mich jetzt zu einer Entscheidung drängen, weil du keine treffen kannst, oder was? Vergiss es, das nehme ich dir nicht ab. Triff du sie endlich. Und es ist ganz einfach. Entweder willst du mit mir zusammen sein oder nicht. Al patanera o tomamos una cervecita. ¿Y vosotros qué hicisteis? Ah. Sí. Sí, sí. No me digas. Oye, gracias, me hace. ¿Con quién es? Lo pasaríais bomba, ¿no? Que la verdad es gracioso, se pone a contar chiste. Es que es ya nicht. ¿Es das jetzt Zufall, Schicksal oder was? Na, fast. Wer ist er denn? Ah, ich habe meine Entourage erweitert. Das ist Connery. Was machst denn du hier? Möchtest du die Version, die ich mir zurechtgelegt habe, oder möchtest du die Wahrheit wissen? Die Wahrheit? Ja, dachte ich mir. Ich habe mit Sibylle gesprochen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich mach mal vor San Jose noch eine Pause und schau mal, wo eine Frau hier mit Pferd unterkommen kann. Et voilà. Ich wäre gern weniger durchschaubar. Und? Wo schläfst du heute? No me diga. Pero entonces, ¿qué tuviste? ¿Te paré a cerveza? Wollen wir mal eine Pension zusammennehmen heute? Dann ist das weniger kompliziert. Getrennte Zimmer. Obwohl, darüber kannst du mit mir verhandeln, wenn du möchtest. Du lässt dich auch nicht so leicht abschrecken, ne? Nee. Deine Entourage ist nicht gefährlich genug. No me diga. Oye, gracias, me hace. Hola. Urlaub machen. Urlaub? Mhm. Kein gestern, kein morgen. Ich. Nicht verlieben.
Muss den Teufel nicht an die Wand malen. Hallo? Ich höre dich ganz schlecht. Hallo? Ist jetzt besser? Ja. Ja. Die Familienfeier dauert aber lange. Tja, so ist mein neues Leben. Ein Fest jagt das nächste. Was für ein neues Leben? Wovon redest du? Sag mal, wie denkst du dir das eigentlich? Die alte klingt kurz mal aus und danach läuft alles wie bisher, oder was? Ja, nee, natürlich nicht. Aber wir können uns doch nicht so aufgeben. Was mit Eric? Das weiß ich nicht. Ja, du wirst doch wohl wissen, was du für ihn empfindest. Ja, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob ich das Leben bin, wenn es bedeutet, dass ich dich dann verliere. Tut gut, dich ehrlich zu hören. Hannah? Ich weiß, wo du bist. Nein, weißt du nicht. Na und? Gehen wir noch aus? Ich glaube, unser Urlaubsteig. Ja. War nicht so eine gute Idee, ans Telefon zu gehen, ne? Willst du ihn sehen? Ich hatte eigentlich nicht vor, mich zu rechtfertigen. Was ist mit uns beiden? Ich kenne doch nicht mal deinen Nachnamen. Ich nehme dich jetzt beim Wort. Kein gestern, kein morgen. Ich hab mich verliebt. Du hast mir so gut getan. Willst du winken? Was ich will, kriege ich nicht. Schöner Anblick. Es guapísimo, o sea, hace buen tiempo por el entorno natural.
esa generalmente es guapísima. Y a mí personalmente me gusta más que la otra. ¿Mm? Vale. Oh, señora Hanna. Muy bienvenida. Vaya, cuánto equipaje. Sí. Muy schön, dass Sie sich bien. Ich muss trotzdem mit Ihnen schimpfen, so lange waren Sie nicht da. Wissen Sie, und ich erinnere mich nur, weil ich wusste, dass Sie kommen. Ist Sebastian hier oder woher wissen Sie das? Sie wissen nicht, wo Ihr Mann ist? Oh, das ist nicht gut. Wissen Sie, Männer alleine kommen auf. Como se dice, ideas locas? Dafür habe ich den hübschen Kerl hier. Ist schön? Hier, das ist Connery. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. No, está bien. Está todo bien. Ist gut. Aber Señor Sebastian ist besser. Aber eso es para firmar. Por supuesto que sí. Ich habe den Schlüssel schon vorbereitet. Danke. Also. Später. Kuss. Was war denn das? Ich meine, Kuss? Hm? Was war denn das? Das war Erik, mein bester Freund. Dein bester Freund? Mhm. Sieht aber verdammt gut aus. Mhm. Dein bester Freund. Mhm. Du musst dir keine Gedanken machen. Erik ist schwul. Er ist schwul. Hast du ein Problem damit? Okay. Si prepara che fecha? Vale. Sí, no hay problema. ¿Cómo viene? ¿Con agencia o viene...? Sí. Ah, en plan privado, vale. Uh-huh. Sí, no hay problema. Un momento, por favor. Mein Schlüssel, bitte. Señor Sebastián. Hola. Es tut so gut, dich zu sehen. Mein Zimmerschlüssel, bitte. Señor Sebastián hat den Schlüssel. Ja. Das kann ja wohl nur ein Witz sein. Hanna. Das glaube ich doch nicht. Verschwinde einfach. Das war eine saublöde Idee. Ich nehme mir schon mein eigenes Zimmer. Ist schon gut. Ich nehme mir mein eigenes Zimmer. Ja? Hanna? Weißt du was? Ich will wissen, zu welchem Tanz ich gebeten werde und dann selber entscheiden, ob ich mittanze oder nicht. Ja, also, rede dann mit mir. Nach anderthalb Jahren? Jetzt auf einmal? Hallo, ich bin speziell hierher gekommen, um das mit dir zu klären. Du bist so ein Verräter. Du bist so ein Scheißverräter. Denkst du, für mich ist das einfach? Oh, Sebastian, soll ich dich jetzt auch noch bedauern für das, was du aushältst? Ich bitte dich, verschwinde! Ich dachte, du wärst mutig. Und du stellst dich im Gegensatz zu mir deine Probleme. Schön, oder? Ist der echt auch so schön hier am Strand? Bin nämlich gerade erst angekommen. Oh, Entschuldigung. Sebastian. Hallo. Ja, der ist sehr, sehr, sehr schön am Strand. Ja. In echt.
Also der Sonnenuntergang. Was meinst du? So. Wollen wir noch mal einen Apfel essen? Wir beide? Was soll jetzt werden, Hannah? Das fragst du mich? Na. Was willst du denn? Was ich schon immer wollte. Dich. Uns verbindet so viel. Wir haben so viel erlebt zusammen. Ach, jetzt hör doch auf, über die alten Zeiten zu sprechen. Ich weiß selbst, wie schön die waren. Lass uns darüber reden, was jetzt ist. Deshalb bin ich hier. Ich habe keinen Tag aufgehört, dich zu lieben. Warum dann das Ganze? War es dir nach einer kleinen erotischen Abwechslung? Oh, so einfach ist es nicht. Das mit Erik war nicht nur ein Ausrutscher. Ich hab mich echt in ihn verliebt. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Du hast mir doch gerade gesagt, dass du mich liebst. Ja, ist auch so. Aber ich liebe auch Erik. Anders, aber nicht weniger. Und deshalb ist sie hierher gekommen. Um mir das zu sagen. Willst du eine kleine Ménage à trois? Würde dir das gefallen? Zu dritt unterm Weihnachtsbaum. Du musst doch nicht zuschauen, wenn wir Sex haben. Oh. Das mit dem Wein tut mir leid. Bitte? Das mit dem Wein tut mir leid. Schon in Ordnung. Ich hab's vermutlich verdient. Weißt du, das Schlimmste ist gar nicht, dass du dich verliebt hast. Das Schlimme ist, dass du mich all die Jahre belogen hast. Du hättest mir die Chance geben müssen, mich dafür oder dagegen zu entscheiden. Das wäre nur fair gewesen. Ich hatte einfach nicht den Mut, dir zu sagen, wer ich wirklich bin. Ich wollte dich nicht verlieren. Du fehlst mir, Hannah. Es wird doch nie mehr so sein, wie es war. Ich habe nicht nur meinen Mann, sondern auch noch meinen besten Freund verloren. Also ich... Ich will nichts entschuldigen, aber... Es ist keine Frage der Entscheidung, wie wir sind. Wir sind geboren mit unseren Eigenschaften. Ich verurteile dich doch nicht. Ich will nur nicht so leben. Sag mir, was ich machen soll. Ich liebe dich, Hannah. Wenn du mich liebst und wenn du mich unterstützen willst, dann lass mich gehen. Nein. Hannah. Ich liebe dich. Lass mich los. Nein. Lass mich los.
kannst du einmal der Held sein, bitte? Ich meine, ich gehe jetzt mit dem Hund und wenn ich zurückkomme, dann... Ja, dann bin ich nicht mehr da, oder? Das tut weh, Hanna. Das tut weh. Ja, ja klar tut's weh. Komm, komm, wir gehen los. Hanna. Los geht's, komm. Sammelst du jetzt auch nasse Katzen, ne? Ja, du hättest mir nicht sagen dürfen, dass es gut tut, sich um jemanden zu kümmern. Sei lieb. Das ist Tinto, das ist Connery. Siehst du? Was denkst du? DVD zu dieser Sendung erhalten Sie im Handel und im ZDF. Hanna. Das wäre mein Job gewesen, ich hätte dich anrufen sollen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tut mir alles so leid. Alles wohl kaum. Immerhin bist du mit meinem Mann in Berlin und ich bin sonst wo. Ich wollte es nicht. Was hätte ich machen sollen? Ehrlich sein? Habe ich nicht geschafft. Ich weiß, es ist scheiße. Ich habe ja niemals gedacht, dass Sebastian sich auch... Du hast mein Vertrauen total missbraucht. Hanna, du bist meine beste Freundin, okay? Und du fehlst mir sehr. Ich freue mich, dass wir jetzt reden und das alles klären. Ja, lass uns das klären. Oh, nein. Nein, nein, nein. Das ist ein Missverständnis. Das hier ist keine Versöhnung. Das hier ist ein Schlussstrich. Ich muss mich stellen und Entscheidungen treffen. Und mit dir will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mach's gut. Hanna, warte mal, warte. Hanna?
Schön, dass es ist. Hör mal ab. Oh, bist du denn für ein lustiger Kerl? Mit der rechten Hand beide Skulls fassen. Mit dem rechten Fuß dann herauf, so. Eigentlich hast du gesagt, du hast das alles prima drauf. Guck mal, wie Sean Connery. Ja, bleib ruhig, bleib ruhig. Nein, nein, nein. Bleib ruhig. Antua, ist ja gut, dass wir aufgeflogen sind. Kann ich mich jetzt nicht mehr verstecken. Und ich will nicht nur zu Hause unter der Bettdecke schwul sein. Schönes Pferd. Sie laufen. Ja. Können Sie nicht reiten oder fehlt ihm was? Er ist gestolpert. Am Strand. Also, weiß nicht, ob ihm was fehlt. Gibt's hier einen Tierarzt in der Nähe? Ja, der nächste ist 50 Kilometer entfernt. Soll ich mal nach ihm gucken? Nein, nein, lieber nicht. Männer mag er nicht so gern. Lass es lieber mich gucken. Wir sind Frauen auch lieber. Na gut, dann untersuchen Sie ihn mal. Gucken Sie mal, ob der Fesselkopf angelaufen ist. Oder die Seele. Dann machen Sie mal, biegen Sie mal das Bein. Ja, das geht ganz gut. Ja. Dann würde ich vorschlagen, wenn Sie nicht unbedingt heute noch weitermachen, also ich meine, nicht weiter müssen, dann würde ich vorschlagen, Zinkleimverband und 24 Stunden Ruhe. Ich kann Ihnen ein Bett anbieten.
Sie meinen, ich soll hier bei Ihnen übernachten? Ein bisschen einsam hier. Das ändert sich gleich. Meine Frau ist unterwegs zum Bahnhof. Meine ganze Familie, wir verbringen hier immer den Winter zusammen. Jetzt kommen Sie einfach mit. Okay. Connery? Und dann sehen wir mal. Es wird Zeit, das Pferd abzusammeln. Das Gewicht ist nicht gut für ihn. Binden Sie ihm das hier ums Gelenk. Dann ist die Zerrung morgen bestimmt schon vorbei. Sie scheinen ja wirklich was vom Pferden zu verstehen. Hier in der Nähe muss es ein Gelände geben, wo Pferde in Ruhe und Freiheit ihr Leben verbringen können. Danke. Naturpark Almeria. Da leben ein paar Pferde mehr oder weniger frei. Wollen Sie Ihr Pferdchen auswildern? Das wäre ja mal was für mein altes Hippie-Herz. Sind Sie ein Hippie? So richtig mit Latzhose und Federn im Haar? In den 70ern war das ein Schönheitsideal. Die Mädchen standen drauf. Doch so idealistisch. Mit freier Liebe und so. Ja, welchen Sinn hat eine Liebe, die nicht frei macht? Alles, was wir tun oder lassen, hängt doch mit der Liebe zusammen. Oder mit der Suche nach ihr. Kennen Sie einen stärkeren Motor? Das ist im Moment nicht so mein Lieblingsthema. Da sind wir ja schon bei der Liebe. Und sei es die, der man entfliehen will. Das können Sie doch gar nicht wissen. Das ist der Vorteil des Alterns. Man lernt, den Dingen auf den Grund zu gehen und eins zusammenzuzählen. Ich bin sehr erschöpft. Wird es Ihnen was ausmachen, wenn ich mich schon hinlege? Na kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Es funktioniert wieder. Eso que la mano tiene iba toda mojadita. Ay, mi dulce amor, este mar que ves es tan bello, es un traidor. Ya, esto también. Alicia, Ale, vamos. Hallo? Hanna? Danke fürs Foto. Ja. Sieht gut aus, dein Neuer. Deiner auch, aber meiner hat mehr Haare. Deinen Humor hast du noch immer nicht verloren. Ne? Wie geht's dir? Hallo, wo bist du? Na, mir geht's gut. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich bin auf irgendeinem Familienfest. Du glaubst? Bei wem denn? Du hast doch deine Familie. Bist du schwul? Quatsch. Aber es ist nicht das erste Mal. Sag mir eine Zahl. Ich muss das irgendwie einordnen können.
So wie es jetzt ist, ist es seit anderthalb Jahren. Du alleine hier. Die anderen fragen schon nach dir. Oh. Weißt du eigentlich, was du für ein unfassbares Glück hast? Das ist doch das Paradies. Das alles werde ich nie haben. Wie habt ihr das geschafft, du und deine Frau, so lange so glücklich zu sein? Wir haben uns nichts verboten. Das könnte ich nicht. Ich kann es, seit ich begriffen habe, dass meine Dora, wenn sie zu einem anderen Mann geht, das nicht gegen mich macht, sondern für sich. So halte ich es auch. Es hat nie was mit Dora zu tun gehabt und es hat ihr auch nichts weggenommen. Nein. Meiner schläft mit einem anderen Mann. Ja, und? Wenn er dich immer noch begehrt, endet das die Frage nicht. Liebst du ihn so sehr, dass du zulassen kannst, dass er manchmal auch was für sich tut? Natürlich liebe ich ihn, aber das nutzt doch nichts. Es gibt Regeln. Ohne Regeln funktioniert nichts, da bricht alles zusammen. Er liebt dich und du liebst ihn. Und das soll nicht reichen? Passiert nicht so oft, dass ein Mensch ihn wirklich liebt. Das, was dir hier bei uns gefällt, das funktioniert nur, weil wir uns zurücknehmen können. Und ich glaube, wir seien der Nabel der Welt. Du glaubst, wenn ich mich zurücknehme, ist alles wieder gut, ja? Die beiden haben mich total betrogen. Du hast doch meine drei Töchter kennengelernt. Ja. Martha ist eigentlich meine Nichte. Wie? Dora hat ein Verhältnis mit meinem Bruder. Martha ist seine Tochter. Weißt du, ich finde, es gehört auch zu der Freiheit, dass man für den Menschen, den man liebt, auf etwas verzichtet. Was bleibt denn, wenn es keine Grenzen mehr gibt? Freiheit? Okay. Wo ist er denn dann, dein Bruder? Warum feiert er denn nicht mit euch in eurem freizügigen Paradies? Bist du doch eifersüchtig? Er hat Dora geliebt, er war schon immer der Sensiblere von uns beiden. Er lebt nicht mehr. Und ihr haltet trotzdem an eurem Lebensentwurf fest? Habt ihr keine Schuldgefühle? Er fehlt mir. Aber er wusste, dass Dora meine Frau ist und bleibt. Dein Lebensentwurf ist doch total egoistisch. Wer nicht damit zurechtkommt, der muss gucken, wo er bleibt, oder wie? Mit der Meinung anderer muss ich leben. Ist ja auch egal.
Ist ja nicht mein Leben. Gehen wir zurück? Ja, es wird kalt. Gut aus, oder? Ah, guten Morgen. Ja, vielen Dank. Wir haben ja auch nicht mehr so weit. Alicia will dir bestimmt noch Adios sagen. Ja, sag ihr einen Kuss von mir, ja? Wenn ich sie das nächste Mal sehe, dann klaue ich sie. Tief in uns drin wissen wir genau, was gut ist für uns. Ja. Nur ist es manchmal unbequem, unserer inneren Stimme zuzuhören. Ja, ich habe auch schon ein paar Tage gelebt, das weiß ich. Connery! Diese Stelle hier fertig machen. Und wie hat dir der Tag gefallen? So mit mir, ganz in der Öffentlichkeit. Oh, Scheiße. Wir können ja nicht später weiterreden. Ich brauche nur ein Stündchen, okay? Im Warten bin ich ja erfahren. Es war ein sehr schöner Tag mit dir. Aber, ich meine, ich merke doch, dass was nicht stimmt. Hanna hat sich gemeldet. Verstehe. Wo ist sie? Weiß ich nicht. Ich muss das rauskriegen. Wenn ich das mit Hanna nicht kläre, dann weiß ich auch nicht, wie es mit uns weitergeht. Vielleicht können wir einfach mal verliebt sein. Erik, du hast jedes Recht, dir das zu wünschen. Und ich will dich nicht verlieren. Aber wenn es dir mehr wehtut, als dass es gut für dich ist. Willst du mich jetzt zu einer Entscheidung drängen, weil du keine treffen kannst, oder was? Vergiss es, das nehme ich dir nicht ab. Triff du sie endlich. Und es ist ganz einfach. Entweder willst du mit mir zusammen sein oder nicht. Al patanera o tomamos una cervecita. ¿Y vosotros qué hicisteis? Ah. Sí. Sí, sí. No me digas. Oye, gracias, me hace. ¿Con quién es? Lo pasaríais bomba, ¿no? Que la verdad es gracioso, se pone a contar chiste. Es que es ya no. ¿Es das jetzt Zufall, Schicksal oder was? Ja, fast. ¿Qué es denn? Ah, ich habe meine Entourage erweitert. Das ist Connery. Was machst du hier? Möchtest du die Version, die ich mir zurechtgelegt habe, oder möchtest du die Wahrheit wissen? Die Wahrheit? Ja, dachte ich mir. Ich habe mit Sibylle gesprochen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich mach mal vor San Jose noch eine Pause und schau mal, wo eine Frau hier mit Pferd unterkommen kann. Et voilà. Ich wäre gern weniger durchschaubar. Und? Wo schläfst du heute? No me diga. Pero entonces, ¿qué tuviste? ¿Te pagué a cerveza? Wollen wir mal eine Pension zusammennehmen heute? Dann ist das weniger kompliziert. Getrennte Zimmer. Obwohl, darüber kannst du mit mir verhandeln, wenn du möchtest. Du lässt dich auch nicht so leicht abschrecken, oder? Nee. Deine Entourage ist nicht gefährlich genug. No me diga. Oye, gracias, me hace. Hola.
Das war überhaupt nicht geplant. Mhm. Ja. Was ist das mit den besonderen Momenten? Den flüchtigen. Den schönen, glücklichen. Und jetzt? Wie und jetzt? Was machen wir jetzt? Urlaub? Lass uns mal Urlaub machen. Urlaub? Mhm. Kein gestern, kein morgen. Ich. Nicht verlieben. Muss den Teufel hier nicht anmalen. Hallo? Ich höre dich ganz schlecht. Hallo? Ist jetzt besser? Ja. Ja. Die Familienfeier dauert aber lange. Tja, das ist mein neues Leben. Ein Fest jagt das nächste. Was für ein neues Leben? Wovon redest du? Sag mal, wie denkst du dir das eigentlich? Die alte klingt kurz mal aus und danach läuft alles wie bisher, oder was? Ja, nee, natürlich nicht. Aber wir können uns doch nicht so aufgeben. Was mit Eric? Das weiß ich nicht. Ja, du wirst doch wohl wissen, was du für ihn empfindest. Ja, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob ich das Leben bin, wenn es bedeutet, dass ich dich dann verliere. Tut gut, dich ehrlich zu hören. Hannah? Ich weiß, wo du bist. Nein, weißt du nicht. Unser Urlaubsteig. Ja. War nicht so eine gute Idee, ans Telefon zu gehen, ne? Willst du ihn sehen? Ich hatte eigentlich nicht vor, mich zu rechtfertigen. Mhm. Was ist mit uns beiden? Ich kenne noch nicht mal deinen Nachnamen. Ich nehme dich jetzt beim Wort. Kein gestern, kein morgen. Mhm. Willst du winken? Was ich will, kriege ich nicht. Schöner Anblick.
es guapísimo. O sea, hace buen tiempo por el retorno a la naturaleza, realmente es guapísimo. Y a mí personalmente me gusta más que la otra. ¿Mm? Vale. Oh, señora Hanna. Muy bienvenida. Vaya, cuánto equipaje. Oh, schön, dass Sie sich an mich erinnern. Ich muss trotzdem mit Ihnen schimpfen, so lange waren Sie nicht da. Wissen Sie, und ich erinnere mich nur, weil ich wusste, dass Sie kommen. Ist Sebastian hier oder woher wissen Sie das? Sie wissen nicht, wo Ihr Mann ist? Oh, das ist nicht gut. Wissen Sie, Männer alleine kommen auf. Como se dice, ideas locas? Dafür habe ich den hübschen Kerl hier. Ist schön? Hier, das ist Connery. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. No, está bien. Está todo bien. Ist gut. Aber señor Sebastián ist besser. Aber eso es para firmar. Por supuesto que sí. Ich habe den Schlüssel schon vorbereitet. Danke. Also. Gedanken machen. Erik ist schwul. Er ist schwul. Hast du ein Problem damit? Lampe und was man so braucht, eingepackt. Danke. Ich weiß nicht, wer von euch beiden verrückter ist. Herr Loco oder du. Das sind über 200 Kilometer. Geht ja nicht nur um El Loco. Sondern auch um mich. Tiene que cuidarla, loco. Pobrecito. Weiß. Soll ich mit dir nicht kommen? Zweit auf El Loco. Oh, ho. Cuídala, Du warst nur zwei Tage bei uns, ne? Aber wer wird dann dich wirklich vermissen? Es geht mir genauso. Für dich steht die Tür immer offen. Komm wieder, hm? Also. Warte mal. Das. Nicht gegen den Wind spüren. Danke. Tschüss.
have a weapon. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich habe mich nur verfranst. Ich wollte zum Kloster. So sprechen Sie Deutsch mit mir? Sie haben einen Akzent. Der ist sehr charmant, der verrät Sie aber. Ja, neben Scham können Sie noch arbeiten. Hm. Der Rosabach, den Sie da haben, ich hoffe, der will nur spielen. Locker Spiele würden Ihnen nicht gefallen. Kann ich Ihnen versichern. Gute Weiterfahrt. Nee, ich fahre nicht weiter. Jetzt geht's hier ganz schön tief runter. Und in der Dunkelheit ist es ein bisschen zu gefährlich. Ja, aber hier ist schon besetzt. Das ist mein Platz. Okay. Reservieren Sie auch Liegestühle mit Handtüchern? Ich kann ja verstehen, dass Sie ein bisschen Angst haben. Das hätte ich auch, wenn ich hier so allein wäre. Ja. Ich bin einer von den Guten. Ach, ist egal. Haben Sie es gut. Was ist denn los da? Wir schlafen jetzt, Loco. Was ist? Hilfe! Was ist denn los? Ich glaube, ich habe eine Schlange im Schlafsack. Oh. Tut sie was? Ja, ja. Was machen Sie denn da? Bitte. Schlangen mögen keinen Rauch. Wenn es klappt, dann kriecht sie über ihren Körper aus dem Schlafsack heraus. Sie dürfen sich auch nicht bewegen. Schaffen Sie das? Nein. Nein, auf keinen Fall. Wirklich. Sie müssen es schaffen. Die Alternative ist, dass Sie einen Biss kriegen. Also konzentrieren Sie sich, atmen Sie ruhig. Denken Sie an etwas Schönes. Denken Sie an Ihren Mann oder an Ihren Freund. Super Idee. Da kann ich mich nicht entspannen. Haben Sie gut gemeint? Boah. Nee, echt, das geht gar nicht. Okay, brauchen Sie sonst noch was? Alles in Ordnung? Danke, echt. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn Sie bei... Also ich meine, wenn wir... Hier. Dann würde ich vorschlagen, dass wir zu mir gehen. Weil da funktioniert wenigstens das Licht. Ich nehme mal Ihr Zeug. Ja. Boah! Saublöd. Saublöder Witz, echt. Ist leer. Wie heißen Sie denn? Einfach Hanna. Hanna? Ja. Ich bin Simon. Boah, danke, Simon. Gerne. Ehrlich, vielen Dank.
Liebst du mich? Oh Anna, c'est moi. Je veux danser avec toi. Maya. Anna, bitte gib mir ein Lebenszeichen. Also, du musst ja gar nicht mit mir reden, aber ich möchte wissen, ob du in Ordnung bist. Ich mache mir Sorgen. Das ist wie damals, als wir uns verliebt haben, nur schrecklich. Speak English oder Deutsch? No? Noch mehr? Zivil? Zivil? Hola. Hallo. Sibylle. Hallo. Ich spreche Deutsch. Hallo. Ja? Sie auch? Ja. Ist aber ein schönes Pferd. Ja. Wollt ihr beide erstmal hier bleiben? Ja, das wäre wunderbar. Noch eine Nacht im Freien muss nicht sein. Ja, es ist kein Problem. Die Nonnen, die sind das gewöhnt, dass Gäste kommen und gehen, ja? Sonja? Hier bleiben? Zeit spielt hier keine große Rolle. Was ist das hier? Das Paradies? Das ist das, was sie daraus machen. Na, haben Sie sich das Paradies so vorgestellt? Im Vergleich zu einer Nacht, wo ich meinen Schlafsack mit einer Schlange geteilt habe? Oh je, das Tier hat sie aber nicht gebissen, oder? Nein, das war total merkwürdig. Mitten im Nichts war da ein Radfahrer und ich glaube, der hat mir mein Leben gerettet. Tja, klingt ein bisschen komisch, oder? Naja, so verrückt nun auch wieder nicht. Hier werden viele Mountainbike-Touren veranstaltet. Also sie hatten Glück, es stand keine ganze Reisegruppe vor ihrem Lager. Ja, da haben Sie recht. Ist er hier vorbeigekommen? Ja, ist Simon. Weiß ich nicht. Wenn, dann haben ihn die Nonnen ins Dorf geschickt. Das ist ein Hügel weiter. Natürlich, dumme Frage. Was machen Sie so allein auf einem Pferd? Ohne Sprachkenntnisse hier. Mitten in der Wüste.
Vor 24 Stunden wäre diese Vorstellung für mich auch komplett absurd gewesen, aber mein Leben ist eigentlich ganz anders. Ja. Manchmal schlägt der Blitz ein. Ruhen Sie sich erstmal aus, ja? Willst du wissen, was drunter ist? Wovon redest du? Na, Sebastian hat noch nicht mit dir gesprochen? Na, schau mal. Das Bild drunter. Das ist doch jetzt kein Pigment, oder? Du, wahrscheinlich ist er einfach noch nicht dazu gekommen, dir das zu sagen. Ich habe die Expertise zum Weiterverkauf erstellt. Na, schön, dass er mit dir drüber gesprochen hat. Zu mir hat er gesagt, keine Besonderheiten. Wie lange weiß er das dann? Du, eine Woche, maximal zwei. Das gibt's doch gar nicht. Das finde ich unmöglich. Ja. Erik, was machst du denn hier? Jetzt habe ich nur Sushi für zwei. Aber ich kann ihn noch teilen. Macht nichts. Erik hat sicher schon eine Verabredung mit einem 20-jährigen Modellathleten. Oh, viel Spaß. Ja, hör nicht auf sie. Anna, überschätzt mich. Ja. Wenn du wüsstest, mein Liebesleben, das ist eine einzige Baustelle. Ciao. Ciao. Bis später. Tschüss. Willst du mir vielleicht was sagen? Was denn? Jetzt hör auf mit dem Theater. Ich weiß es. Erik? Hanna, Schatz, wie soll ich das erklären? Ich verstehe es selbst nicht, aber ich habe mich immer für solch einen Moment gefürchtet. Also ich bin stocksauer, aber übertreibst du nicht ein bisschen? Das ist ein Bild. Ja, das Bild, ja. Ja, ich hätte es dir sagen sollen, aber ich weiß ja, wie du bist. Über die Sachen auf den Grund gehen, bis Kerstin auf den anderen ist. Hm? Ich verstehe dich nicht. Du musst doch wissen wollen. Ich meine, vielleicht ist da was ganz Wunderbares. Ja, vielleicht ist ja auch ein schrecklicher Fehler. Hm? So wie es ist. Ist das Bild doch schön. Also, okay. Mhm. Du bist ja komisch. Ich könnte mir ja kein Leben ohne dich vorstellen. Ich bin wie alle. Wenn es mir schlecht geht, erinnere ich mich an dich. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr. Jetzt soll ich ihn verlassen? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Sie haben mir zugehört? Nicht mit Absicht. Was Sie da gerade gesagt haben, das geht
geht mir ganz genauso. Das glaube ich kaum. Ich muss meinen Mann auch verlassen und weiß nicht, wie ich es ihm sagen soll. Ich liebe ihn so sehr. Warum wollen Sie ihn denn dann verlassen, wenn Sie ihn noch so lieben? Könnte ich Sie auch fragen. Oh, irgendwie denke ich, wenn ich es ausspreche, dann ist es wirklich wahr. Vielleicht ist ein fremder Mensch gar nicht so schlecht, um es zu probieren. Also gut. Erzählen wir uns, warum wir die Männer verlassen, die wir so lieben. Also, ich weiß es schon sehr lange. Aber ich habe es herausgezögert, bis es nicht mehr ging. Angst, dass er es nicht verkraftet. Warum willst du ihn verlassen? Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Das kommt mir jetzt total lächerlich vor. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Kann ich irgendwas tun? Wollen Sie das wirklich? Ja. Sag, was ist los mit deinem Mann? Ach, das ist die übliche Geschichte, aber mit einer besonderen Note. Dein Mann betrügt dich? Ja. Mit einem anderen Mann. Mit meinem allerbesten Freund Erik. Nein. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wie ich es nicht merken konnte. Ich dachte, ich kenne Sebastian in- und auswendig. Ich habe mich tausendmal mit Erik getroffen und über Sebastian gesprochen. Das klingt vielleicht seltsam. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich mit dir tauschen wollte. Also deinen Humor möchte ich auch haben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn er wirklich schwul ist. Vielleicht weiß er selber nicht, was er will. Wie lange geht das denn schon? Aber du musst noch was herausfinden. Du kannst das nicht einfach verdrängen. Du kannst das sonst nicht verarbeiten. Ja, das weiß ich. Ich hole mir noch ein Bier. Dos cervezas, por favor. Dos cervezas. Spanisch kannst du auch sprechen.
Das war's dann schon. Klägliches Lebensmittel Spanisch. Klägliches Lebensmittel Spanisch? Ja. Was kostet das? Quanto? Quanto? Touristen, die Spanisch sprechen, sind ja auch das Schlimmste, ne? Das Schlimmste über Touristen? Du musst jetzt sehr tapfer sein. Du bist selber einer. Oh, Englisch, Spanisch und witzig. Wollen wir tanzen gehen? Ich bin mit einer Freundin da. Achso, und die wird dann eifersüchtig, oder wie? Mein Gott, wie nah seid ihr euch denn? Guck doch mal. Uno Cerveza? Uno Cerveza. Oh Gott, was ist denn los? Gott, das tut mir... Was passiert? Gibt's hier einen Arzt? Danke. Ich besorge mal ein Taxi. Auto. Sie schläft. Soll ich sie wecken? Ich trage sie hoch. Zu flirten, ich bin verheiratet. Ja, aber nicht glücklich. Ganz schön direkt. Das bin ich nicht gewohnt. Mein Mann geht Konflikten lieber aus dem Weg. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Ich finde, man muss sich Konflikten so schnell wie möglich stellen, damit man sie lösen kann. Auch. Ja, klingt einfacher, als es ist. Ja, ich weiß. Wenn man einmal drinsteckt, dann ist es schwierig. Schwierig. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Wirklich. Ich finde es falsch, wenn wir uns jetzt verabschieden. Du gefällst mir wirklich gut. Du spielst kein doppeltes Spiel, du weißt, was du willst. Aber? Das ist der falsche Zeitpunkt. Das liegt an mir. Du bleibst so, wie du bist. Bitte. Du hast hier geschlafen? Und ich dachte, wenn was ist. Du bist eine. Schicksal stellst dich.
Davor kann ich echt nur den Hut ziehen. Hanna. Danke. Halte mal kurz. Hörst du? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Gar nichts. Das ist ja mal eine Begrüßung. Was ist denn los? Auf das, was wir lieben. Jetzt mach's nicht so spannend. Was war denn so wichtig? Sebastian bedrückt mich. Tja, fällt selbst dir nichts mehr ein, ne? Kann ich Ihnen meine Jacke leihen? Sie haben nicht dabei, oder? Nein, nein. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Meine Frau nennt es Einmischen. Meine Frau macht immer Witze darüber, dass ich an keine nasse Katzen vorbeigehen kann, ohne sie zu trocknen. Entschuldigung. Warum reiche ich das nicht so gut? Werde ich alt? Jetzt hör auf, so einen Quatsch zu reden. Wenn ich nicht diese unselige Neigung hätte, dann... Ich züchte Pferde, um sie zu verkaufen. Das ist mein Beruf. Reiten Sie? Früher mal, aber... Kennen Sie vielleicht ein nettes Hotel in Valencia? Wir haben eine Hacienda, etwa 200 Kilometer südlich, mit Gästezimmern. Stehen denn gut die neuen Sachen? Ja, ja. Was man eben so am Flughafen kriegt. Ach Gott, das kommt gar nicht in Frage. Das ist keine Ahnung. Null. Ach, hör auf! Ich will nicht mit dir über Hannah sprechen. Muss das so der 10. Anruf sein? Da scheint sie aber jemand sehr zu vermissen. Ich vermisse dich auch. Ich sag dir, ich zeig dir nachher, was du für mich bist. Ja?
Um 10 am See. Okay. Mi amor. Qué tarde, ¿eh? Sí, sí, mi amor. Perdona, pero... Ven aquí. Soy María. Hallo, bin Hanna. Wo ist Ihr Gepäck? Ja, ich habe kein Gepäck. Ich bin unvorbereitet weggeflogen und es tut mir leid, dieser Überfall hier. Ich werde schauen, was ich für Sie habe. Aber es wird gegessen. Oh, alles gut. Bene. Und wir müssen heute über El Loco reden. Mujer, por favor, déjame entrar antes. Esto no son asuntos que se hacen aquí en el patio. Vamos. Das sind die Pferdeställe. Und das ist der Loco. Das ist das Pferd, von dem wir gesprochen haben. Ich bin die Einzige, die ihn satteln darf. Aber aufsitzen lässt er auch mich nicht. Da wird er schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, wie wir alle. Die Frage ist nur, wie er damit umgeht. Es macht keinen Sinn, ihn her länger zu halten. Wo soll er denn hin? Manchmal gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss es beenden. So. Okay. Fein. Haben Sie Kinder? Nein. Mein Mann wollte keine. Und so langsam weiß ich auch, warum. Ich war mir immer sicher, ich werde einmal ein Großvater. Wie viele Enkel sein, die von ihrem ersten Pony fallen und dann endlich die Beule kühlen. Sie haben keine Kinder? Nein. Sie sind alle gestorben, bevor auf der Welt waren. Maria ist eine wunderbare Frau. Ist mein Herz. Und du hast echt einen Traum, Mann. Ihr habt alles richtig gemacht. Keine Kinder, alle Zeit für euch. Allein, was der Babysitter heute Abend kostet. Oh Gott, oh Gott. Mantel, warte mal. Hier, yeah. Danke. Ich hab dich jetzt aber nicht verletzt, oder? Nein. So eine bewusste Entscheidung. Ja. Allein, was der Babysitter kostet. Danke nochmal. Gerne. Wir telefonieren, ja? Ja, machen wir. Wo hast du den hingetan? Wo ist er? Da ist er. Komm gut nach Hause, wa? Was ich so auf die Schnelle finden konnte, ja. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich zu so viel Freundlichkeit sagen soll. Wir haben gerne Besuch. Sie wären sicher wundervolle Eltern gewesen. Santiago hat Ihnen unsere ganze Leidensgeschichte erzählt, ne?
Wir waren sicher, wir bekommen ein Baby. Und dann war es irgendwann zu spät. Und Sie? Ich habe mich freiwillig dagegen entschieden. Wir wollten unser Leben genießen, frei sein, Karriere machen. Naja. Und warum ist Ihr Blick dann so traurig bei dem Thema? Weil ich mich für meinen Mann entschieden habe. Und sich jetzt herausstellt, dass er nicht derjenige ist, für den ich ihn gehalten habe. Wie hat deine liebe Freundin Babsi dir diesmal einen reingewirkt? Hm? Die Sache mit den Kindern halt. Na, ich weiß. Du hast immer welche gewollt, ne? Ja, aber ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Lass mich mal aufmachen. Konnte nur nicht anders, hat ja keine andere Chance. Mhm. Wieso? Keine Chance? Weil ich mich sofort unsterblich in dich verliebt habe. In San Jose. Unglaublich. Du hast mir nie einen Vorwurf gemacht. Oh, hey. Hey. Loco, Loco. Komm her. Sag, dass du mich liebst. Also gut, das Geschirr bleibt stehen. Aber nur, wenn das Ehebett auch reicht. Ich liebe dich. Wir haben schon gefragt, wo Sie stecken. Buenos dias. Ich wollte nur kurz nach ihm sehen. Muss ich wohl eingeschlafen sein? Oh. Was haben Sie mit der Loco gemacht? Ich bin einfach nur hier geblieben. Irgendwann hat er sich beruhigt. Das hätte ihm vielleicht geholfen, ne? Ein Mensch, der Geduld mit ihm hat. Tja. Sie reden ja schon, als ob es zu spät für ihn wäre. Ich habe Santiago jetzt endlich so weit. Morgen kommt der Apotheker. Es tut mir leid. Frei müsste man sein, weißt du? Das war er. Er wurde aus einer der letzten Wildherden Spaniens weggefangen. Das ist vielleicht sein Dilemma. Der weiß, wie sich Freiheit anfühlt. In Deutschland gibt es so eine Art Gnadenhof für schwierige Pferde. Pferde der Erde heißt das. Das gibt es ja auch, aber das ist zu weit weg. Wir kriegen den Loco ja nicht mal auf einen Hänger. Es hat keinen Sinn. Hey, Loco. Na, lass uns frühstücken. Ne? Lassen Sie es mich versuchen. Also gut, wenn du das schaffst, dann schenke ich ihn dir. Also wir sind hier. Ja. Okay. Und
Das hier wäre der direkteste Weg. Aha. Das ist der Schlafplatz, das Kloster. Und dann bis hier. So weit habe ich auch geschafft. Weiter geht's aber nicht. Ich versuche das jetzt. Oh. Komm, bleib mal stehen. Bleib stehen. Ich bin doof, ha? Meinst du, ich bin doof? Bleib mal stehen. Hey, komm her, komm, bleib stehen. Oh. Herrgott, nochmal! Bleib stehen! Bleib stehen! Aber ist das eigentlich klar, was auf so einer Reise schief kann gehen? Ja, klar. Ja? Spiel aber nicht die Heldin. Jetzt macht euch mal keine Sorgen. Ich reite ihn dorthin zurück. Das werden wir mal sehen. Na, locker. Hast du mich an der Backe, hä? Maria hat dir eine Taschen.